Big Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 3 Updates, 14 neuen Mods und 2 neuen Karten. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ralf, der Burrito-Mann, Justin, Peter, Fritz und Marek für die Abos und Simon für das Resub. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich möchte es nicht verpassen, einem unserer Stammzuschauer von dem Kanal Mr. Bauer Gaming von ganzem Herzen und natürlich auch im Namen der ganzen Community alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Toni, Happy Birthday und alles Gute. Wie immer starten wir mit den Updates und zwar kommt das erste Update für die Karte Europäische Landschaft von Cerro Oito, Downloadgröße 258,21 MB jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, einige KI-Verkehrsrouten geändert, die viele Unfälle und Staus verursacht haben. Das Kaufsymbol des Fahrzeugladens wurde in den Laden verschoben. Es gab einen Konflikt zwischen dem Ladenauslöser und dem Auslöser für Schuppenlichter. Erhöhte BGA-Landwert, bei dem der Spieler Land für einen Preis kaufen und BGA für den doppelten Landwert verkaufen konnten. Einige Bäume, die in den Waldgebieten schwebten, wurden repariert. Und das Getreidemühlensymbol, das sich unter der Erde befand, wurde behoben. Das nächste Update kommt für den Lizard 6000 von Adub Modding ABP Team. Downloadgröße 2,14 MB jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, weitere Reifenkonfigurationen hinzugefügt, Moddesk auf 66 aktualisiert, Sound aktualisiert und korrigiert, Kartenhotspot hinzugefügt. Und wir kommen zum letzten Update und zwar kommt dieses für die Mod Achte auf dein Stroh von Vertex Float, Downloadgröße 13 KB in der Version jetzt von 1.0.0.6 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Lua-Fehler beim Sammeln von Reben und Trauben behoben. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Karte und zwar heißt diese Shire Farms. Und zwar kommt diese von Flasti94, Downloadgröße 287,64 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, willkommen auf der Shire Farm, die in den wunderschönen Hügeln der Cotswold liegt. Die Shire Farm ist ein großer gemischter Ackerbau- und Silagebetrieb. 58 Felder unterschiedlicher Größe, Geo für Seasons in UK, Industriegebiet mit mehreren Produktions- und Verkaufsstellen für ihre Ernte, Forstflächen, die den Holzfällern zur Verfügung stehen, in der Karte integrierte UK-Nummernschilder, dank an Oxygen David. Alles kann einzeln verkauft werden, die Hecken, Schuppenbäume und andere platzierbare Objekte, sodass sie ihren eigenen Hof frei aufbauen können. 100 Sammlerstücke. Wenn wir die Karte als neue Farmer betreten, kommen wir hier bei unserem Farmhaus raus. Da sieht man, da ist einiges an Deko-Objekten rumstehend, also sogar die Zufahrt zu unserer Garage ist eigentlich verbaut. Hier kommt man nicht rein mit einem Auto. Des Weiteren haben wir gleich gesehen, dass wir hier schon mal ein Hühnergehege haben. Und zwar passen hier standardmäßige 360 Hühner rein. Des Weiteren können wir sehen, dass hier ein XUV von John Deere zu uns gehört. Und zwar ist es diese hier. Sieht ein bisschen runtergekommen aus, ein bisschen schmutzig. Des Weiteren haben wir hier mehr Dekorationsmaterialien und wir haben hier den ersten Unterstand und da ist ein Teil unseres Equipments bereits da. Des Weiteren sehen wir auch wieder hier sehr viele Deko-Objekte sind hier verbaut. Hier ist natürlich klar ein paar weitere Objekte unseres Equipments. Das geht hier dann auch weiter. Wir schauen uns dann das Equipment im Detail an. Hier haben wir unsere Werkstatt. Hier haben wir einen Big M. Also das heißt, wir haben hier schon einiges an Equipment rumstehen, was wahrscheinlich auch wirklich gut bestückt ist hier. Des Weiteren haben wir hier noch weitere Sachen unseres Equipment. Die gehen wir wirklich dann im Detail dann durch. Haben wir den Schneidewerkswagen mit dem Schneidewerk drauf. Haben einen Flüssigkeiten- oder Dieseltank, der bereits gefüllt ist. Dann haben wir hier ein leeres Silo von 500.000 Liter Fassungsvermögen. Dann haben wir hier
Und wir können hier oben sehen, dass wir hier ein bisschen mehr Informationen haben. Hier ist das Fahrsilo. Hexelgut ist für den Fülltyp. Füllstand 0 Liter und komprimiert 0%. Das ist beim zweiten hier auch so. Dann sehen wir hier, dass wir hier einen Kuhstall haben. Während wir hier noch mehr von unserem Equipment sehen, können wir hier auf jeden Fall mal Richtung des Kauftrickes des Kuhstalls gehen. Scheint ein bisschen verwinkelt zu sein, der Hof, aber das macht überhaupt nichts. Hier haben wir schon mal einen Gesteinbrecher, nehme ich mal an. Genau, das ist der Gesteinbrecher. Hier haben wir sogar einen Krone Big X hier stehen. Also das ist ja schon einiges, was wir an Equipment hier stehen haben. Des Weiteren haben wir Ladewagen und hier, wie gesagt, der Kuhstall, der 240 Kühe aufnimmt. Wir schauen uns mal das Start-Equipment an und das könnte also ein bisschen länger dauern. Wir haben einen 660er Arion, der hat schon 111 oder knappe 112 Stunden Motorenzeit. Dann haben wir zwei mittelgroße Traktoren, einen 870, der hat schon 83 Stunden. Dann haben wir den 830, der hat schon 335 Stunden circa. Dann haben wir den Großtraktor, den 960er mit 251,5 Stunden. Dann haben wir einen Mähdrescher, den Trion 750 mit 165 Stunden circa. Dann haben wir, wie gesehen, den Big X, der hat schon 225 Stunden. Dann haben wir den Big M, der hat schon 16 Stunden oder fast 17 Stunden Dienstzeit. Dann haben wir einen Radlader mit 25 Stunden, einen Teleskoplader mit 85 Stunden. Dann haben wir natürlich unseren Pickup und natürlich noch den XUV. Die sind alle auch nicht mehr ganz so neu. Dann haben wir einen Anhänger und zwar den Fliegel TMK. Der hat noch, der ist brandneu. Denn die Kampe haben wir auch, der ist auch neu. Schneidewerke haben wir auch. Hier ist der ConvioFlex 1080, das ist auch neu. Dann haben wir Feldhäcksler Werkzeuge und zwar zum einen das hier. Das ist auch neu, das ist der X-Collect 900. Dann haben wir noch der EasyFlow 300, der ist auch neu. Dann haben wir den Ecomat von Quernerland, einen Pflug. Den Grober haben wir auch, der ist fast ganz neu. Dann haben wir eine Sämaschine, die ist schon etwas gebraucht. Einzelkorn-Sämaschine haben wir natürlich auch. Düngestreuer haben wir. Wir haben ein Güllefass, wir haben einen Ladewagen, eine Ballenpresse, einen Ballensammelwagen, dann haben wir Radladerwerkzeug und zwar haben wir die Silagegabel, dann haben wir für den Teleskoplader, haben wir die Universalschaufel, die Palettengabel und die Ballengabel. Dann haben wir noch einen kleinen Tieflader, dann haben wir natürlich noch, wie schon gesehen, den Schneidewerkswagen und wir haben eine Menge an verschiedenen Gewichten auf dem Hof. So. Ein sehr, sehr großes Equipment und ja, vollständig schon fast. Also kann man sehr, sehr gut entweder Geld machen, indem man alles verkauft und dann von Grund auf neu anfängt, so dass man sein eigenes Equipment kaufen kann. Wir schauen uns mal kurz die PDA an. Das ist also eine Standardkarte. Wenn wir als neuer Farmer starten, da haben wir hier den Hof plus vier Feldflächen, die zum Hof gehören. Dann haben wir hier dieses Gebiet, das gehört auch dazu. Hier oben noch ein Stück und hier nehme ich mal an, das ist die BGA. Die Feldgrößen der Felder, die zu uns gehören, schon am Anfang, das liegt zwischen 3 und ca. 8,5 Hektar. Also wir haben da 25 Hektar circa, haben wir zum Starten. Also das ist nicht so schlecht. Natürlich noch viel Grasland dabei im Moment. Also das sind die 3 Felder, die sind auf Grasland im Moment und dann haben wir noch das Weizenfeld. Der Aussaatkalender wurde modifiziert, das hat der Einführungstext gesagt. Es ist angepasst worden für die Insel. Zuckerrohr und Baumwolle wurde entfernt, weil es natürlich nicht unbedingt in den Klimabereich passt. Der Verkaufskatalog, da gehen wir einmal kurz einfach so mal durch. Und wir können sehen, dass im Prinzip alles verkauft werden kann, inklusive ist Baumwolle aufgeführt und auch Zuckerrohr. Wir können sehen, es sind einige Tiergehege eingebaut, wobei noch keines mit Kühen oder Tieren bestückt ist.
Aufträge gibt es auch. Und zum Hof gehört schon einiges an Produktionsstellen. Einmal haben wir zwei BGAs an 500 Kilowatt, die schauen wir uns nachher an. Dann gibt es hier die Getreidemühle, Molkerei, Müslifabrik. Dann gibt es zwei Schreinereien, eine Spinnerei und den Steinbrecher. Dann haben wir schon gesehen auf unserem Hof. Wir schauen uns mal an, noch welche Produktionen sonst noch verbaut sind, aber ich glaube, wir haben schon alle genannt. Das ist die Biogasanlage hier, dann haben wir den Steinbrecher, wir haben die Spinnerei, die Schreinerei, wir haben die Schreinerei, die zweite, dann haben wir Müslifabrik und die Molkerei, die Getreidemühle und wir haben den Steinbrecher hier. Das heißt also, wir haben eigentlich alle gesehen. Dann bei den Kaufstellen oder Ladestationen haben wir den Misthaufen, wir haben den Treibstofftank, der wir ja auch schon bereits gesehen haben. Dann haben wir noch die Tankstelle hier und noch einen weiteren Treibstofftank ganz im Norden. Dann haben wir die Verkaufsstellen oder Abladepunkte. Da haben wir einmal ein Silo ganz oben, dann haben wir das zweite Silo, was zum Hof gehört. Des Weiteren haben wir hier die Pizzeria, wir haben das Restaurant, den Bauernmarkt und das Fastfood-Restaurant. Das ist also so der Dorfkern. Dann haben wir die Scheier Schrebegärten, ein Biomassekraftwerk, dann haben wir Scheier Korn und den Supermarkt. Wir haben hier oben zwei Schweineställe und dann haben wir einen Pferdestall hier. Den Kuhstall haben wir gesehen. Wir haben auch die Hühner schon gesehen. Des Weiteren haben wir einen Schafstall hier und hier haben wir natürlich den Händler und hier ist der Tierhändler. Wir gehen mal auf den Rundflug, den obligatorischen, und wenn ich mich da ein bisschen runterlasse, sehe ich, dass die Karte nicht flach ist. Es hat also Erhebungen und Wölbungen drin. Es ist nicht wirklich flach, flach, flach. Hier haben wir die BGAs. Wir haben hier auch gerade gesehen, dass es hier Verkehr gibt. Und es ist tatsächlich Linksverkehr. Also das ist korrekt, für das es in England sich befindet. Dann sind die Felder sind eigentlich ziemlich helferfreundlich gemacht. Es ist nicht die quadratisch praktisch gut Aufteilung, aber es ist tatsächlich zu bewältigen für den Standardhelfer. So, dann haben wir, wie gesagt, hier unseren Schweinehof. Da haben wir unser Silo. Wir schauen uns mal kurz die Parzellengrößen an. Wir haben also hier Parzellen von ca. 5 Hektar bis zu fast 20 Hektar groß, wobei manchmal auch Felder zusammengefasst sind in einer Parzelle. Wir haben hier ca. 17 oder 18 Hektar, die zu dieser Parzelle gehören. Die Feldgrößen sind so bis und mit maximal 18 Hektar. Das sind so diese Größen. Es gibt natürlich auch kleinere Felder, aber so die größten Felder, sie sind so um diesen Dreh. Hier haben wir den Bereich für die Forstliebhaber, der schon angesprochen ist hier. Des Weiteren haben wir hier auch gesehen, dass es noch einen Wasserholpunkt gibt. Ja, da würde ich mal sagen, die Karte gefällt mir, ist gut gemacht, genügend dekoriert. Ein riesengroßes Startequipment gehört mit dazu. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu der nächsten neuen Karte. Und die nächste neue Karte heißt Matopiba Map, kommt von Lost Gamer und Granjero Gamer. Downloadgröße 150,81 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Der Text sagt, hier muss ein bisschen aufgepasst werden, weil das mit der Übersetzung hier nicht immer alles perfekt geklappt hat. Matopiba ist eine Karte, die sich auf die Bundesstaaten Maranhão, Tocantins, Piauí und Bahia bezieht, wo die Anbaugebiete groß sind und aus dem Sichtfeld verschwinden. Es hat zwei Getreideverkäufe, Eindexer Genossenschaft und der Pionier, Verkauf von Ballen, Wolle, Baumwolle, ein Holzlagerplatz für den Verkauf von Baumstämmen und Holzspänen. Die BGA ist auf der Karte eingebaut, wo sie ihre Silage verkaufen können. Enthält drei Wasserholpunkte, die mit Symbolen markiert sind. Der Haupthof kommt ohne Bauernhaus, sodass sie den Hof dann selber ausbauen können. Der Verkauf von Kartoffeln, Rübel, Milch und Eier findet auf dem Markt von Matopiba statt. Der Verkauf von Milch erfolgt ebenfalls über Supreme Milk. In der Kalksteinmine kannst du natürlich deine Steine verkaufen. Es gibt ein Restaurant, die Messe, wo sie Produkte aus den Fabriken wie Eiermilch verkaufen können.
Zuckerrohrmühle, in der sie ihre Zuckerrohr- und Rübenproduktion verkaufen können. Viel Spaß beim Spielen. Also ihr seht, es ist ein bisschen schwierig hier die Übersetzung korrekt vorzulesen, weil es einfach nicht immer einen Sinn macht. Aber wir schauen uns natürlich jetzt diese Karte im Detail an. Wenn wir die Karte als neuer Farmer betreten, kommen wir hier, ich glaube mal, mehr oder weniger im Stadt- oder im Dorfzentrum raus. Die Kirche hier ist in diesem kolonialistischen Stil, was also einigermaßen stimmen könnte. Hier ist wahrscheinlich der Händler, der Jan Matopiba. Da schauen wir uns dann gleich im Detail an. Also, die Karte soll in Brasilien spielen, so wie wir das im Einführungstext erfahren haben. Und daher schauen wir uns mal diese Karte im Detail an. Und zwar ist das mit großer Wahrscheinlichkeit eine Vierfachkarte. Es wird natürlich nicht explizit darauf hingewiesen. Aber die Tatsache, dass sie nur für PC und Mac ist, weist natürlich darauf hin. Wenn wir als neuer Farmer starten, haben wir diesen Landplot hier. Das ist also diese Parzelle. Und diese Parzelle hat eine Größe von 120 Hektar. Also daher kann es nur eine Vierfachkarte sein. Die Feldgröße, also das Feld, was darauf verbaut ist, das hat eine Größe von 3,66 Hektar. Die anderen Parzellengrößen sind so hier auch 126 Hektar, dann haben wir 103 Hektar, also wirklich die großen Felder, wie schon angetönt, und wo man quasi den Blick verliert und den Horizont dann nicht mehr anders zu erkennen ist als einfach das Feld. Der Aussaatkalender ist der Standardkalender und hier wieder mein Kritikpunkt. Brasilien befindet sich auf der Südhemisphäre, also ist es nicht normal, dass man im Juni, Juli, August erntet und dann im September ansieht. Also da ist im Prinzip, müsste man das Ganze um 6 Monate verschieben. Wir schauen uns den Verkaufskatalog an und zwar, wir können sehen, dass hier alle Produkte verkauft werden können, die entweder angebaut oder produziert werden können, bis auf eine Ausnahme, und zwar sind dies die Bretter. Alles andere kann verkauft werden, so wie man es sich gewohnt sein könnte oder sollte. In dem Falle gehen wir mal zu unserem Hof hoch oder zumindest zu unserer Hoffläche und wir können sehen, wir haben hier zwei Unterstände stehen. Ansonsten ist gar nichts hier verbaut auf dieser Hoffläche, wie das natürlich schon erwähnt war, dass man hier wirklich kreativ sein oder werden kann, je nachdem, wie man sich den Hof aufbauen möchte. Was ich schön finde, dass hier die Erdfarbe tatsächlich so gemacht ist, dass man sich in Brasilien fühlen könnte. Das Startequipment, was wir haben, wenn wir als neuer Farmer anfangen, dann haben wir hier den Massey Ferguson 6718. Wir haben den Class Axion 920. Wir haben den Mähdrescher. Wir haben einen Class Anhänger oder Kipper. Wir haben ein Schneidwerk. Wir haben keinen Schneidwerkswagen. Wir haben einen Grubber. Wir haben eine Einzelkorn-Sämaschine und einen Düngestreuer. Das ist schon alles, was wir haben. Wir schauen uns mal an, welche Produktionsstätten verbaut sind und wir können sehen, es ist lediglich das Eidechsenholz verfügbar, das ist das Sägewerk. Dann haben wir die Kaufpunkte für Diesel zum Beispiel, hier haben wir die Tankstelle, hier haben wir natürlich Eidechsenholz für die Holzschnitzel und hier haben wir die Leim- oder Kalkstation. Abladepunkte gibt es ein bisschen mehr, das sind die Verkaufsstellen, das ist hier die Messe, das ist das Werk Matopiba. Wir haben hier oben der Pionier Lenha, dann haben wir Pionier, dann Restaurant, wir haben hier die Supreme Milch, wo Milch verkauft werden kann, den Supermarkt. Hier haben wir die Agroindustrie und wir haben den Ballenverkauf. Hier haben wir den Gesteinbrecher, wo wir unsere Steine loswerden. Tiere sind keine verbaut auf der Karte standardmäßig oder zumindest nicht erkennbar, so wie es die Karte jetzt hergerichtet ist. Dann, wie gesagt, Farmhäuser gibt es nicht. Wir haben hier oben den Händler und wir haben hier den Viehhandel. Wir gehen mal in den Flugmodus und wir können also sehen, also dieses Landstück hier, was unser ist, ist also wirklich im Prinzip nur eine leere Fläche. Da kann man natürlich die eigenen Felder erstellen, wie man dann gerne möchte. Die restlichen Felder sind eher so im System von quadratisch praktisch gut, also kann man sehr gut mit den Standardhelfern arbeiten. Die Karte ist eher wirklich groß, die Felder sind groß. Das ist dann hier der Kartenrand. Es ist schön gemacht, wie das hier eingebunden ist in die Umgebung.
Das haben wir jetzt aber schon des Öfteren gesehen, die letzten paar Wochen, dass tatsächlich quasi die Map größer gemacht worden ist und dann einfach reduziert worden ist auf der eigentliche Kartengröße. Hier ist die Lizard Agro-Industrielle Kooperative. Und hier könnte man sehr gut die, die Geräte einsetzen, die am Samstag herausgekommen sind von Pissin. Das wäre perfekt, um eben diese Geräte zum Einsatz kommen zu lassen. Hier haben wir ein großes Umspannwerk. Das ist für uns nicht von Bedeutung. Hier ist das Sägewerk. Und das Schöne ist hier, dass am Ende dieser großen Hochebene dann tatsächlich Verkehr da ist und eine sehr interessant geschwungene Hauptstraße hier im Prinzip in das Dorfzentrum reinführt. Wenn wir hier lang wollen, das ist also ein bisschen tricky und es gibt hier sogar diese eingebaute Brücke. Und da muss man dann natürlich schön ganz gerade drüber fahren können. Also hier mit ganz großem Equipment wird es hier schwierig, hier lang zu fahren. Da muss man wahrscheinlich einen anderen Weg nehmen, wie zum Beispiel hier lang. Und das ist diese Ringstraße. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, wo die Wasserholstellen sind. Die wurden jetzt bisher nicht wirklich angezeigt. Aber auf jeden Fall, das ist also hier diese große, große Karte, wo man große, große Felder hat und mit großem Equipment arbeiten kann. Hier gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit, Wasser holen zu kommen. Das ist mal eine der Möglichkeiten, nehme ich mal an. Des Weiteren müssten wir ein bisschen weiter rumgehen, aber ich glaube, das belassen wir jetzt in dem Moment und würde sagen, dass wir jetzt mit den normalen neuen Mods weitermachen. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Mod, und zwar heißt diese Sicherheitsgewichte-Pack, kommt von Smetty, Downloadgröße 2,33 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Mod mit zwei verschiedenen Gewichten, einmal den Sicherheitsbumper mit einem Gewicht von 500 Kilo und dem Preis von 550 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe natürlich kann aus derselben Palette ausgewählt werden und betrifft die Zierstreifen. Des Weiteren kommt das Sicherheitsgewicht 2000, wiegt natürlich 2 Tonnen, kostet 1550 Euro und die Farboption haben wir bereits gesehen und funktioniert hier genauso wie eben gesehen. Wir kommen zum New Holland 8340 von 750 TI Modding, Downloadgröße 9,47 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser kompakte Traktor mit einer Leistung von standardmäßigen 125 PS, wird manuell und lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 227 Litern, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 5,4 Tonnen und kostet knappe 80.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nukin und Trelleborg. Dann gibt es hier die Option zu der Hauptfarbe, und zwar könnt ihr auswählen von Blau, Blau oder Blau, und falls ich es noch nicht gesagt habe, gibt es noch weitere Blautöne zum Auswählen. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Schwarz und Silber und betrifft den Auspuff. Die nächste neue Mod heißt Perdue Vantage 4300 Precision, kommt von Universimo Modding, Downloadgröße 8,54 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Spritze mit einem Volumen von 4300 Liter für Flüssigdünger und Pflanzenschutz, wiegt 5 Tonnen, maximales Zuladegewicht liegt bei 4,4 Tonnen. Arbeitsbreite ist 33 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit ist 12 km/h und kostet 65.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental und Trelleborg. Dann gibt es hier die punktuelle Unkrautbekämpfung, die hinzugebaut werden kann. Ja, das ist diese hier, also die Spot Spraying. Und das ist der Hauptunterschied zu der normalen Perdue Vantage 4000-3000, die im Basisspiel enthalten ist. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Wir kommen zum Vibrasol Fronttrichter Labbe Rotil, kommt von Fred Modding, Downloadgröße 14,03 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser in zwei Versionen, einmal der normalen Version, wiegt eine Tonne,
braucht 180 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4,50 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und kostet 10.000 Euro. Es handelt sich hierbei so in dieser Konfiguration um einen Frontgruber. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Friedestein und Trelleborg. Und das war es dann schon zu diesem Grubber. Die zweite Variante ist diese hier. Die kommt zusätzlich mit einem Trichter oder mit einem Zusatztank für das Saatgut oder Mineraldünger. Das Volumen beträgt 1500 Liter, wiegt auch eine Tonne. Komisch, wiegt genau gleich viel wie das andere ohne den Aufbau. Okay. Braucht ebenfalls 180 PS. Hat eine Arbeitsbreite von ebenfalls 4,5 Meter und natürlich liegt die Arbeitsgeschwindigkeit ebenfalls bei 10 km/h. Der Preis 26.000 Euro. Die nächste Neumod heißt Massey Ferguson 8S. Diese kommt von KRKZ Modding, Downloadgröße 21,11 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mittelgroße Traktor mit einer Leistung von standardmäßigen 225 PS. Wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 460 Litern, 43 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 8,7 Tonnen und kostet 180.000 Euro. Die Konfiguration kann gewählt werden mit einem 170 Kilo Frontgewicht, 280 Kilo Frontgewicht, 390 Kilo, 500 Kilo, 610 Kilo, 720 Kilo und 830 Kilo Frontgewicht. Dann kommt die Möglichkeit der Fronthydraulik und zurück zu den 170 Kilo. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin Continental, Mithas, BKT, Friedestein, Nokian Tires und Trelleborg. Dann gibt es den GPS-Empfänger, der hinzugebaut werden kann. Und zwar ist das dieser hier, nicht zu verwechseln mit der Guidance Steering Mod. Dann gibt es die Kotflügel, die geändert werden können, zu breit oder Standard. Dann gibt es einen Frontlader, der hinzugebaut werden kann von Quickie und Hauer. Bei der Motorenausführung gibt es den 8S 205 Dyna 7 mit 225 PS, den Dyna VT mit 225 PS. Die PS-Leistung hier ist dieselbe, nur die Schaltung ist unterschiedlich. Dann gibt es die 225er-Version, die ist dann 245 PS stark und da gibt es auch die Dyna 7 und die Dyna VT-Version. Dann gibt es die 245er, die hat dann 265 PS und da gibt es auch beide Varianten. Dann gibt es den 265er Dyna 7 und der hat 285 PS und hier gibt es natürlich auch die VT-Version. Dann gibt es noch den 285er und da gibt es nur die VT-Version. Dann gibt es den 305er, da gibt es nur die VT-Version und hat eine Leistung von 325 PS. Warnschilder können natürlich hinzugebaut werden, ja oder nein. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und die Designfarbe aus derselben Farbpalette und betrifft das Kühlergitter. Wir kommen zum Alpego Jet M-Pack. Dieser kommt von Giant Software. Downloadgröße 9,45 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser auch in zwei Versionen. Zum einen der RK300. Ist ein Grubber, kommt mit dem Gewicht von 1,2 Tonnen, braucht 90 PS, hat die Arbeitsbreite von 3 Metern und die Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Der Preis 15.000 Euro. Die zweite Version hat ebenfalls, so wie wir schon bereits gesehen haben, bei einer vorderen Mod auch die Möglichkeit, Saatgut und Mineraldünger mit zu transportieren. Hier in diesem Falle hier mit dem Tankvermögen von 1000 Litern, wiegt 2,4 Tonnen, braucht 125 PS, hat ebenfalls die Arbeitsbreite von 3 Metern und die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 13 km/h. Der Preis in diesem Falle hier 37.000 Euro. Wir kommen zum Coilmag Planer. Dieser kommt von Dutch Modding Incorporation, Downloadgröße 2,84 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist dies eine Frontwalze, wiegt eine Tonne, braucht 70 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet knappe 8.000 Euro. Hier gibt es eine 3 Meter oder eine 4 Meter Version. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen neu und alt, und zwar ist das orange oder grün. Die nächste neue Mod heißt Lair SP 190. Diese kommt von Agri Design Modding, Downloadgröße 8,66 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac.
Und zwar kommt diese Kipper mit einem Ladevolumen von 15,2 Kubikmeter, wiegt 7,4 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 17,6 Tonnen und kostet 25.000 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden auf 18,5 Kubikmeter oder auf 24 Kubikmeter. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Und das war's auch schon hierzu. Die nächste neue Mod heißt Göttler Simplex 2530, kommt von Rick, Black Label TWD Modding Download, Größe 7,37 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese zum einen mit dem Simplex 25. Dies ist eine Wiesenwalze und Striegel. Kommt mit dem Gewicht von 700 Kilo, hat eine Arbeitsbreite von 2,5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und kostet 1800 Euro. Das zweite Objekt hier ist der Simplex 30. Das ist ein Grubber, der vorne angehängt werden kann, also ein Frontgrubber. Wiegt 700 Kilo, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und kostet 2100 Euro. Bei der Konfiguration kann hinzugebaut werden eine Flat Spring 30, das ist diese hier. Und das war's dann auch schon zu den Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Case W20E. Dieser kommt von Sleutjes Modding, Downloadgröße 23,53 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Radlader mit verschiedenen Anbauteilen. Wir schauen uns erstmal den Radlader an. Dieser kommt mit einer Leistung von 150 PS, wird lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 45 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 14,3 Tonnen und kostet 65.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Friedestein, Michelin, BKT und zurück. Dann Fenster können getönt werden, zwar helle Tönung, mittlere Tönung, dunkle Tönung und zurück. Rundumleuchten gibt es auch, einmal mit und einmal ohne. Das Entnebel von Spuren, so wie das hier genannt wird, ich nehme mal an, das hat mit der Scheibenheizung zu tun, gibt Entnebel von Spuren oder Standard. Dann gibt es den Auspuff. Zwar gibt es eine Chrom-Version und eine Standard-Version. Die Hintergrundfarbe kann gewählt werden und zwar betrifft es hier diese Gewichte. Farbe 1, 2, 3 und so weiter kann man durchgehen und wir haben hier, glaube ich, 10 verschiedene Optionen. Anhängerkupplungen gibt es hier vorne, den Radlader 2, kleiner Lader und zurück. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Und betrifft den Body. Dann gibt es die Farbe vorne, die kann gewählt werden. Und zwar ist das die Mechanik, die Hebemechanik. Dann seitlich gibt es auch die Möglichkeit, das ist dann hier diese Schutzbleche. Die Kabine kann natürlich auch aus derselben Farbpalette ausgewählt werden. Und die Felgenfarbe spricht für sich natürlich auch. Dazu kommt eine Schaufel und zwar nimmt diese alle Schüttgüter auf, und zwar mit dem Volumen von 3 Kubikmeter, wiegt 300 Kilo und kostet 3600 Euro. Modelle in der Schale gibt es original, dann mit Teilung, flache Basisschale, geteilte flache Basisschale und zurück zum Original. Die Hauptfarbe haben wir schon gesehen. Dann gibt es die Palettengabel, die wiegt 400 Kilo und kostet 1900 Euro. Modelle in der Schale oder zumindest die Modelle, die hier möglich sind, ist original und einmal mit Unterstützung. Die Farbpaletten gehe ich nicht nochmal durch. Dann gibt es die Rundballengabel, die wiegt 400 Kilo und kostet 1900 Euro. Und auch hier gibt es die Unterstützung oder ohne. Dann gibt es die Quaderballenspieße und zwar wiegt diese auch 400 Kilo und kostet ebenfalls 1900 Euro. Und auch hier gibt es die Unterstützung mit oder ohne. Dann gibt es noch die Winde, und zwar ist es diese hier. Damit können Big Bags transportiert werden, wiegt 237 Kilo und kostet 3000 Euro. Hier gibt es beim Design natürlich auch noch die Unterstützung dazu oder nein. Wir kommen zu der Maxi-hydraulischen Teleskopgabel. Dieser kommt von Fred Modding, Downloadgröße 1,02 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist diese Gabel hier, wiegt 550 Kilo und kostet 2000 Euro. Hier können hydraulisch die Gabel geöffnet, geschlossen werden, können auch seitlich verschoben werden und das passiert alles auf Knopfdruck und natürlich hydraulisch. Dann kommen wir zu einer etwas größeren neuen Mod und zwar heißt diese Multischild. Kommt von Dominik, Downloadgröße 0,39 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar können hier Schilder erbaut werden
und zwar mit einem Gewicht von 25 Kilo und kostet 57 Euro. Bei der Konfiguration können wir wählen Paletten, Materialien füllen, Tiere und Paletten. Materialien füllen wäre hier wahrscheinlich Schüttgut gemeint. Und zwar, wenn wir hier einmal durchklicken, können wir sehen, dass hier Raps erscheint, Spreu, Dünger, TMR, Traube und so weiter. Wird alles, was an Schüttguter ist, wird hier aufgelistet. Bei den Tieren werden natürlich die Tiere natürlich dann angezeigt. Und bei den Paletten werden natürlich die Produktionspaletten dargestellt. Die Basis kann verstärkt werden, von Standard auf Gewicht hinzugefügt. Somit wiegt dieses Schild dann nicht 25 Kilo, sondern 90 Tonnen. Dieses zweite Element wiegt also jede Menge. Wir kommen zu den DFM Tools. Diese kommen von Giant Software, Downloadgröße 4,58 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Das sind diese Tools hier, das sind Sägen, mit denen man die Bäume im Wald abholzen kann. Zum einen kommt dieser hier, der wiegt 816 Kilo und braucht 60 PS. Der Preis 12.000 Euro. Dieser wird an einen Kompakthalader angebaut. Dann haben wir hier den DFN, den RD3000. Das ist diese Säge hier, wiegt 498 Kilo, braucht 60 PS und kostet 10.500 Euro. Auch diese wird an den Kompaktlader angeschlossen. Dann kommen wir den TR3200, das ist diese hier, wiegt 367 Kilo, braucht 60 PS und kostet 5.500 Euro. Und diese kann an einen Dreipunkt angeschlossen werden. Und wir kommen zu der letzten neuen Mod, und zwar heißt dieser Bunker Silo Hut, kommt von XP Modder, Downloadgröße 11 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Wir haben diese Mod kurz im Einsatz gehabt. Die Beschreibung sagt, der Bunker Silo Hut Mod fügt ein kleines Hut hinzu, welches beim Betreten eines Fahrsilos erscheint. Dieses zeigt den aktuellen Status des Fahrsilos an. Füllstand, Fülltyp, Komprimieren oder Gären. Gedacht ist es vor allem für alle die, die Hilfe, also F1, ausgeschaltet haben und nicht jedes Mal einschalten wollen, wenn sie ein Fahrsilo verwenden. Das war's dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Mod-Videos und auch keine anderen Videos auf dem Kanal verpassen möchtest, dann hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Wie ich in den letzten paar Malen gesagt habe, werde ich jeden Tag ein Update geben, zu wie vielen Abonnenten wir noch brauchen, um Giants Partner werden zu können. Und heute ist die Zahl zu diesem Zeitpunkt 66. Teilt das Video, falls ihr jemanden kennt, der vielleicht diese noch nicht gesehen hat. Und ja, da so helft ihr dem Kanal, dass wir so schnell wie möglich Giants Partner werden können. Und so natürlich dann auch von der FarmCon als Partner berichten können. Und natürlich auch vielleicht eventuell sogar ein bisschen früher Zugriff zu haben zum Kubota Pack, was in knappen 14 Tagen herauskommen soll. Damit habe ich genug gesagt für heute. Ich würde sagen, ich belasse es hiermit. Ich sage danke sehr nochmal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Danke, tschüss und hasta luego.